Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild und wir. Unsere Reise durch Gala als Champ für eine Ankündigung. Und zwar ist die Rüstungsinsel endlich verfügbar. Ist das Ding draußen seit dem 17. Und ja, und das werden wir uns tatsächlich jetzt in den nächsten Folgen auf jeden Fall angucken. Und danach werden wir jetzt unsere Story weitermachen. Vielleicht einige neue Pokémon fangen und neue Abenteuer mal schauen, wie es läuft. Ja, wir haben den Rüstungspass erhalten. Ich habe den gekauft. Der kostet übrigens 30 Euro pro Edition. Also wer Schwert spielt Schwert und Schild hat, so wie ich das habe, müsste 60 Euro hinlegen. Ich werde tatsächlich nur dieses DLC einmal spielen auf Schwert. Quatsch, auf Schild. Weil Schwert, brauchen wir es ja nicht nochmal anzugucken. Da werden wir dann das Abenteuer regulär spielen. So wie ich das eigentlich hier auch wollte. Okay. Ja, wir müssen zum Westerby-Bahnhof und dann dürfen wir zur Rüstungsinsel. Das hatten wir schon mal in der Story ein bisschen angeschnitten. Wir haben gar nicht in der Story eigentlich Quatsch mit Soße. Ja, okay, fangen wir mal an. Wir haben den Rüstungspass erhalten. Genau, ich hätte es machen können. Es gab ja immer den Hinweis, ja, es gibt ein seltenes Pokémon in Westerby-Bahnhof und das hat genau damit zu tun tatsächlich. Und deswegen machen wir es jetzt auch zum nach Westerby. Labor? Was war das? Doch, eigentlich müssen wir. Nein, wir machen auf jeden Fall erstmal weiter mit dem DLC. Das ist klar. Bestory. Genau, das war jetzt der Plan. So, da sind wir schon. Und das ging Gott sei Dank verdammt schnell. Und wir machen uns jetzt auf zum Bahnhof. Wie gesagt, die Story wird erstmal eine kleine Pause pausieren. Wie lange, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was mich erwartet tatsächlich. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Das wird auf jeden Fall im Let's Play werden. Ja. Schauen wir einfach mal, was uns erwartet. Hier. Bei dem neuesten DC aus Gala. Hallo, das ist doch ein Rüstungspass. Mit dem Rüstungspass kannst du zu einem Rüstungsinsel reisen. Wo soll es hingehen? Ja, Rüstungsstation, natürlich. Gut, machen wir das auch. Und da geht es los. Oben, okay. Nee, ist nicht. Da ist es. Okay. Die Rüstungsinsel. So. Naja, mal gucken. Ich hatte es gedacht, okay, kein Problem, wir kriegen das hin. Aber da kommen wir an, tatsächlich. Das erste Mal sehen wir auch, wie es aussieht, diese Flugtaxis aussehen. Hey, du da, du siehst mir so aus, als sei das dein erster Besuch der Rüstungsinsel. Stimmt's? Ich verstehe lebensweise der Pokémon auf dieser Insel. Weißt du was? Zeig mir doch mal kurz deinen Pokédex. Ich werde ihn aktualisieren, damit du den riesigen Pokémon darin registrieren kannst. So. Okay. Es würde mir bei meiner Forschungsarbeit sehr helfen, wenn du möglichst viele Pokémon fangen und mir die ihre Pokédex-Anträge zeigen würdest. Naja, dafür sind wir hier, ne? Dafür werde ich mir jetzt auch mal. Warte mal, wer ist das hier? Eigentlich bin ich hier, um dem Dojo dieser Insel beizutreten, aber da tanzt sich eine seltsame Person vor der Station rum. Was ist das? Was zur Hölle ist das denn? Bei dir handelt es sich um die Person, die ich abholen soll, wa? Du bist genau zwei Brille und zeigt euch hin. Sehr lobenswert. Kann es sein, dass wir uns schon einmal begegnet sind? Oh Gott, ja, auf den Typen trifft man, wenn man das tatsächlich anspielt. Mit dem. Da war es tatsächlich. Ich glaube, wir haben das. Haben wir das angespielt? Ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr. Naja, müssen wir gucken. Auf jeden Fall, den Typen, den trifft man dann an. Ach, mal geht das nicht im Stich. So muss ich ein Fleck mit Amnesie fühlen. Ich spiele mal drauf. Mein Name lautet jedenfalls Saverio. Weil ich schon länger Mitglied bin als du, darfst du mich als dein Mentor betrachten. Hä? Was? Verwechslung. Hallo? Was, wie man. Ich weiß schon, dass es um das Master-Dojo geht, wie du heute beitreten willst. Nein? Nein, das war nicht der Fall. Ich weiß es nicht. Ich war drin wie ein heilloses verirrtes Volley ohne Sinn und Verstand. Da muss meine elegante Wenigkeit ihrer Rolle als Erwachsener gerecht werden und den Jungen in die richtige Richtung weisen. Nun gut, wir sehen einander erstmal unsere Fertigkeiten und sehen wir weiter. Ich bin raus auf dich, dass du mit Gesellschaft sobald du bereit fühlst. Ach, du willst gegen uns kämpfen, oder was? Welche da einen Grund dafür haben, für perplex reinzuschauen. Ich wollte noch ein bisschen links kaufen. Ich noch ein paar Punkte. So. Okay, wir können jetzt kaufen. Ich werde mir tatsächlich eine Liebewelle holen.
Ja, ich habe ein paar Dinge noch zu verkaufen. Aber da haben wir ja eigentlich aber nicht. Den Meisterball werde ich garantiert hier nicht verbraten. Ich weiß noch nicht, wo ich den sitze. Aber nicht immer noch was wir verkaufen könnten. Da sind noch 5 Nuggets, genau. Die haben wir ja damals bekommen. Aber die Lieferdienste ja gemacht haben. Genau, die Riesen-Nuggets, die nehmen wir auch mal mit. Sternstaub brauchen wir nicht. Sternstück. So. Und jetzt können wir da kaufen. Und zwar können wir tatsächlich auch Top-Gen haben wir schon vorher bekommen, genau. Ich habe eigentlich alles an Bord. Ich werde mir tatsächlich. Nee, das brauchen wir nicht. Ich werde mir mal so 20 noch dazu holen. So, perfekt. Das reicht. Alles andere war. Oh, mach's. Okay. Los geht's. Oh, das sieht ein bisschen aus wie die Naturzone tatsächlich. Wir können auch wieder Raids machen. Das ist gut. Das heißt, wir können wieder ein bisschen trainieren und eventuell neue Pokémon, die wir noch nicht kennen, hier fangen. Irgendwas sagt mir ja, dass du dies dein erster Besuch auf der Rückseite ist. Ist klar, ich habe das jetzt hier gerade erst gekauft und ich komme gerade tatsächlich auch erst das erste Mal zum Zocken. Du würdest jetzt sicher gerne durch die Gegend flanieren und alles genauestens erkunden. Ja, bitte. Doch zunächst wollen wir einmal sehen, wie es um dein Können bestellt ist. Als Mentor Master Dojo. Ah. Werde ich überprüfen, ob es deine mentale Stärke mit meiner aufnehmen kann. Aufgepasst. Okay, er möchte tatsächlich gegen uns kämpfen. Mal gucken, was er hat. Psychische Pokémon? Fragezeichen? Gehen wir zeigt mit dem Abra an. Da sind wir mit Kio und Dragi tatsächlich gar nicht mal so auch schlecht aufgestellt. What the fuck, Level 58? Ah, du kannst sehen, jetzt haben wir noch nicht. Haha, sag ich doch. Das ist aber halt schon mal weg. So, er kommt als nächstes mit Fleckma. Elektro. Ich habe ihn seit dem Fight gegen den Champ noch nicht weiter trainiert. Das werden wir tatsächlich jetzt machen. Das ist ja der Typ auf jeden Fall, muss ich sagen. Dann auf Funkelsprung. Warte, du bist kein Wasser-Pokémon? Was bist du denn für ein Typ? Rein Psycho? Also Psycho auf jeden Fall, weil. Der ist erst effektiv. Was ist denn das für ein Stark Psycho? Nee. Naja, früher ist es ja Wasser gewesen, tatsächlich. Er hat allerdings nur 2 Pokémon, okay. Er hat nur einen Abra und einen Blackmon. Naja, okay. Entschuldige mich bitte einen Augenblick. Könnte ich weiter? Das ist schlicht einfach unmöglich. Welchen Trick betrug, bin ich da nur aufgesessen? Sollte ein Trainer dieses Kalibers Fuß auf das Dojo setzen, dann würde es meine Existenz auch gleich in Vergessenheit geraten. Ich würde am liebsten fast wenn wieder zurückschicken, aber würde die Aufgabe zu anvertraut, ihn abzuholen. Okay, er scheint so ein bisschen unsere Probleme mit uns zu haben. Und die Frage, verfügst du über Talent? Du hast mir sogar 3% meines Könnens abverlangt. 3%? Okay. Nur sind wir so, dass unser Dojo schon auf eine glorreiche Geschichte zurückblicken kann. Ja, selbst Champion, der Unschlagbare. Ehemals. Hat also den Jutsu trainiert. Ich befürchte nur leider, dass jemand auf deinem Niveau der Sache nicht ganz gewachsen ist. Da würde ich dir raten, das Jutsu durch hinten nicht zu betreten. Warum nicht? Unternehmen doch stattdessen einfach eine Inseltour und fahren dann schön erholt wieder zurück nach Hause. Grüße dich, wie ich bin, überlasse ich dir auch dies hier. Eine Style-Karte. Aha, aber diese Karte basiert in der Hypothek und Friseur, sondern eine größere Auswahl. Aha. Jawohl, Person, der ich nie wieder begegnen werde. Ja, komischer Vogel auf jeden Fall. Gut, es ist tatsächlich auch möglich hier. What the fuck, Alter, da hinten ist ein Whiteout. So, jetzt will ich wissen, was dieses Fleckmann für ein Typ ist. Und was wir es noch nicht haben, wenn wir es tatsächlich jetzt als Fleckmann fangen.
Gala Flat drin. Es ist Level 60. Das Krabi, was daneben war. 60, what the fuck? Okay, sind ja unsere Level ungefähr. Gut, klar, kannst du ja nicht jetzt mit Level 5er Pokémon kommen. Ne, sind Kinder. Das kann. Das Gute ist, wir können hier noch ein bisschen was fangen. War da nicht ein Item gerade irgendwo? Was haben wir hier noch? Ein Haspirohr. Oh, cool. Tatsächlich, einige neue Pokémon, die hier auftauchen. Diesmal mit dem Hyperball einfach. Na, das war klar, fast. Ich hätte fast gerne Heilopfer. Nochmal. Jetzt werde ich es gleich lesen. Ich muss versuchen zu sprechen. Wahnsinn. Warte mal, und das Haspiro ist gefangen. Pokémon aus der 5. Generation. Aber wie gesagt, wir können jetzt einige neue Pokémon fangen. Und das hier gehört definitiv dazu. Typ normal. So. Gucken wir mal. Das Fleckmon wird. Okay, das haben wir hier schon. Das ist ein Aerostella und das Fleckmon hier vorne. Klar, Wasser-Pokémon ohne Ende. Und jetzt will ich dieses Fleckmon hier rum. Das gibt es nicht zu entwickeln oder ist das regulär entwickelt? Ich glaube, das ist 30 und das ist dann normalerweise. Also. Das heißt. Wir gehen mal auf Durchbruch. Wir wissen, was für ein Typ das ist, was ein Typ von mir das ist. Also, Wasser bist du nicht, das ist schon klar. Sieht auf jeden Fall. Eigentlich nicht so Pokémon, kann das sein? Alles, was das gibt. Wir haben es scheinbar doch. Ja gut, jetzt haben wir es. Ne, haben wir es. Ja, wir hatten es schon, tatsächlich doch. Doch, ich habe Fleckmon. Was ist das jetzt für eine Typkombi? Es ist ein reines Psycho-Pokémon. Okay, das erklärt es auch, die Elektroattacken nicht effektiv verhandeln. Na gut, das ist gut zu wissen. Ich gucke mich mal hier so ein bisschen um. Ich weiß es tatsächlich nicht. Oh Gott. Alles neu. Ein Galanus-Zweig. Als Zweig eines Pokémons haben wir Galanus, der in Teil der Gala-Region weckt. Dieses Material zur Heilung herstellt für Schmuck für ein bestimmtes Pokémon. Okay. Die fällt wahrscheinlich ziemlich heimisch zu sein. Was haben wir hier? Ach, wie heißt es? Klavion. Ein Fee-Stahl-Pokémon. Oder Flurfee, glaube ich. Was? Wie viele Pokémon kann ich tatsächlich so ohne Probleme fangen? Und Level up für Galoppa 65. Stahlfee, okay. War ich doch richtig. Schon wieder drei neue Pokémon. Haben wir schon. Und da ist ein Trainer. Ich glaube, der war cool. Trainer? 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 Nicht Trainer. Du wirst nie immer glauben, was für einem grandiosen Pokémon ich begegnet bin. Vorher verzeiht er meine abgefahrene Deckung. Aber nur ausnahmsweise. Wir haben genug. Okay, wir haben ja mehr bekommen, dafür, dass wir den Champ bekommen. In der Naturzone haben wir ja dann 2000, glaube ich, pro großes Nest. Ich glaube, hier gibt es auch DLC. Raids. Einen werde ich auf jeden Fall Minimum machen. Ja, das schaut ja mal an. Das waren sich tolle Pokémon, das ich entdeckt habe. Ein Azurill! Ein Azurill hat es gefunden. Okay.
Aber hier? Ach ja, das Büro, okay. Und vor allem haben wir hier noch ein DLC. Quatsch, ein Item. Okay. Da sind wir ja gerade. So. Kann ich das Teil da oben fangen? Sehr cool. So. Hier ist noch ein Item. Ein Riesenpilz. Ach, wie cool. Pummelluft Janera, sehe ich das richtig? Ich hab, bleib hier. Ich will ihn haben. Ey, wir haben so viel neue Pokémon kennen. Das fangen wir noch, dann machen wir mal einen kleinen Break erst. Kanto-Pokémon tatsächlich. Cool. Du wirst wahrscheinlich nicht beim ersten Ball drin bleiben, oder? Na klar. Janera ist tatsächlich sehr, sehr richtig krank. Hat unnormal viele KP. Die Frage ist, ob es überlebt. Gibt es noch von TP? Das war natürlich nicht der Plan. Ich dachte, du bist von TP und hast vielleicht ein bisschen Glück, dass du was abgedämpft kriegst. Aber du bist tatsächlich YouTube normal. Und ich sage ja, es gibt viele EP tatsächlich. Aber ich habe ich bis jetzt noch nichts wirklich gefunden, wo ich sagen muss, würde ich meinem Team gerne hinzufügen. Aber sie sind allesamt Level 60. Also würden tatsächlich eine komplette. Na klar. Du musst doch nicht drin bleiben. Scheiße, Alter. Ein bisschen neutral sein. So, dann gehen wir nochmal. Das muss doch drin bleiben. Natürlich nicht. Jetzt sind wir drin. Dann haben wir noch Kreuzschere. Haha, es hat eine Fähigkeit, ja. Schaumbolzen! So, und jetzt musst du aber mal im Ball bleiben, weil du bist ziemlich schwer angeschlagen. Ah, da also, Dankeschön. Das war schon näher, das ärgert mich, das hätte ich gerne noch mitgenommen. Ach, ich kann noch eine Möglichkeit. Fee. Gut. Wenn jetzt nicht noch irgendwie was auftaucht, was ich gerne hätte. Die Frage ist, ob es hier noch mehrere gibt. Okay, gibt es jetzt kaum. Also, Frage ist, guck mal, das ist natürlich wieder nur ein Hassbüro. Ah, ich will die Welt da oben machen. Gut. Machen wir auf jeden Fall dann in der nächsten Folge. Mal die Patrick reinballern. Und dann haben wir einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Schild. Mit dem DLC auf der Rüstungsinsel. Und dann geht's hier weiter.